Und gehen die Lichter aus, ist der 12. Lauf des Jahres freigegeben im Audi Sport TT Cup. King Masters kommt nicht so gut weg wie Mikel Ascona auf der Innenbahn, der sich in Führung schieben kann auf den ersten Metern. Der Spanier, der will natürlich den Fauxpas vom Samstagsrennen ausbügeln, als er ausgeschieden ist mit einem Kühlerschaden. Er will die volle Punktzahl holen. Und da gibt es den ersten Abflug. Das ist Simon Wirth, der hier in einen Dreher hineingeschickt wird und in die Leitplanke knallt. Und damit natürlich sofort gelb. Es läuft eine Untersuchung gegen Mikel Ascona, dem Führenden hier im Rennen seitens der Rennleitung wegen eines Frühstarts. Und die Entscheidung ist auch schon da. Er hat sich diesen Frühstart geleistet. Das haben die Sensoren klar angezeigt. Und er muss eine Boxendurchfahrtsstrafe hinnehmen. Da sehen Sie es eingeblendet. Und damit ist das Rennen für den Führenden eigentlich schon auch wieder hinüber. Hier schauen wir diesen Start noch einmal an. Links im Bild, da ist Mikel Ascona. Ganz klar das Anzucken. Oh, oh, oh. Das ist natürlich ein ganz bitterer Fehler. Das ist eng, aber es ist ein Fehler. Und die Rennleitung hat gar keine andere Chance, als ihn zu dieser Boxendurchfahrtsstrafe zu verdonnern. Und das wirft ihn im Kampf um den Meistertitel unter Umständen entscheidend zurück. Es ist der Hauch eines Moments, der eine ganze Saison zerstören kann. Bitter, ganz, ganz bitter für Mikel Ascona. Wir sind in der letzten Runde. Sieht nach einer souveränen Vorstellung von Keegan Masters aus, der einem Doppelsieg entgegenfährt. Josh Kegel gegen Vettel, der beim Anbremsen hier leicht quer steht. Das Heck ist da gekommen. Und die beiden geben sich's da mal richtig. Da werden keine Gefangenen gemacht, keine Geschenke verteilt. Und auf der Innenbahn Yannick Brandt, der lauert auf seine Chance. Solange die beiden da vorne nebeneinander fahren, ist keine Lücke da. Kegel schiebt sich mal kurz an Fabian Vettels Fahrzeug vorbei. Aber Vettel hält dagegen. Ein Vettel und nachgeben, das gibt's nicht im Motorsport. Aber er muss sich jetzt Josh Kegel beugen, der es auf den letzten Metern ganz offensichtlich regeln kann. Gibt's noch mal eine finale Attacke? Vorne an der Spitze Keegan Masters, dahinter Milan Dondje. Philipp Ellis wird überhaupt nichts riskieren. Er hat natürlich mitbekommen, dass Mikel Ascona zurückgefallen ist. Tommaso Mosca weiter trifft über den Körb raus. Aber auch für ihn wird es für eine Attacke nicht mehr reichen. Und Keegan Masters ist der Mann des Wochenendes im Audi Sport TT Cup. Der Doppelsieg für den 17-jährigen Südafrikaner. Milan Dondje auf der zweiten Position. Nachdem er im Samstagsrennen Dritter war, also zweimal auf dem Podium. Philipp Ellis, der Gesamtführende seit dem Lauf am Samstag hier auf dem Red Bull Ring auf Rang 3 vor Tommaso Mosca. Kegel wird Fünfter, Vettel Sechster und Ascona hat sich von ganz hinten nach der Boxendurchfahrtsstrafe noch auf Rang 7 nach vorne gearbeitet.